Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin's euer Doomsday. Willkommen zurück zu Resident Evil Village, Folge 12. Ja, wir sind letztens stehen geblieben, als wir da die Kurbel geholt haben und uns von diesem riesen Wassermonster da jagen lassen haben. Und ja, ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Also, let's go. Ich denke mal, mit der Kurbel können wir jetzt oben den Strom einschalten und dann den Staudamm wieder öffnen. So, das heißt, wir müssen jetzt die Kurbel hier benutzen. Trotzdem frage ich mich, wie ich hier oben an den hier? Hier war eine Kiste. Hinkomme. Ja, mal schauen. Vielleicht kommt das ja später. So, Kurbel, Kurbel, Kurbel. Da ist Kurbel. Die andere Kurbel war aus Holz, die das Metall. Welcher hält länger? Krass. Okay. Ich wollte gerade sagen, nehmen ja die Kurve mit. Warte mal, wo war eigentlich. Ah, das war da hinten, okay. Ja, genau. Okay, orange. Was ist das weiß? Soll das die Farbe sein? Ups. Ja. Hä? Die hier ist falsch. Hä, bin ich bekloppt? Ist schwarz. Schwarz kriege ich gar nicht hin. Oder, wie rum ist es denn? Ah, so rum. Da sieht man die Antenne nämlich. Also müssen wir es einfach nur. Okay. Nein, das da. Die Antenne ist da. Also muss hier orange. Ups. Hier muss blau. Hier muss blau. Okay. Hat sich schon erledigt. Nettes Gimmick. Geschafft. Ein Weg rausfinden. Ja, wo lang denn jetzt? Zurück. So, kaufen brauche ich jetzt nichts im Moment. Mein Inventar ist so voll, ey. Bisschen Platz machen hier. Ich habe auch noch einen Dietrich, cool. Also wenn jetzt nochmal eine große Waffe kommt, dann habe ich echt die Arschkarte. So langsam bräuchte ich mal einen Inventarplatz. Okay. Aber ich gebe ihn jetzt den Rest. Aber jetzt kommt der feine Kampf gegen Moreau. Kann ich jetzt eigentlich da hochlaufen zu der Kiste? Gut, das kann ja jetzt Spaß werden. Da denke ich mal, geht's weiter. Will ich aber noch nicht. Ah, okay. Wollen ist gar keine Rede, weil ich komme hier eh nicht weiter. Okay. Dann doch hier lang. Was ist das denn? 1. Oktober, ein sonniger Tag. Mutter Miranda hat mir 5 Leute aus dem Dorf gebracht, wie ich sie gebeten hatte. Ich habe sie mit einer Flüssigkeit einschlafen lassen und ihnen dann das Kadu in ihre Bäuche getan. Ich freue mich schon darauf, wie es in ihnen heranwächst. Oh Gott. 2. Oktober, ein wolkiger Tag. 4 von den Leuten aus dem Dorf waren heute Morgen tot. Einer ist fast ein Lycan. Ich habe ihn in mein Labor in den Bergen geschickt. Ich habe schon wieder versagt. Mutter will starke Höhlen, aber ich kriege keine hin. Ich brauche mehr Leute aus dem Dorf. Der Junge ist krank. Echt? Was haben wir hier? Oh. Aber alle das Magazin.
15 sind da jetzt drin. Na, vielleicht benutze ich die irgendwann mal. Hopp. Da kann ich dann hoch, okay. Aber jetzt immer noch genug Wasser, dass ich trotzdem bewegen kann. Ich merke schon, wenn ich schon wieder Sachen für Munition hinkriege, dann kommt es wohl jetzt zum Kampf. Das war jetzt echt frech. War das jetzt ein Säureregen oder was? Das fand ich jetzt echt gemein. Der Tod war unnötig. Ah gut. Hallo? Muss ich da hoch sein? Oh. Was hätte ich denn da runter gehen? Ah, okay, verstehe. Du wirst stolz, Mutter! Sieh her! Oh, ich hab wohl keine Wahl! Oh Mann, hör auf deine Pfeife! Warum? Thank you.
Ich muss sagen, der Kampfbereich hier ist echt kacke. Alter, ich komme hier nicht weg. Ja, ich bin das Wort von dir gekommen. Mein Gott, sieht der echt so cool aus. Ey, ich komm hier nicht. Das ist dämlich. Ich bin nicht weg. Mein Gott. Mutter, ich gebe ja mein Bestes. Oh Bock auf eine Dusche. Oh, oh. Was? Nein, nein, nein. Kristalliner Moröl. Also ganz ehrlich. Im wahrsten Sinne ein Ekelpaket. Oh, Schulterklopfer für Armlose. Also der Kampf war jetzt echt nervig. Der hat viel zu viel ausgehalten für meinen Geschmack im Vergleich zu den anderen Bossen. Viel zu viel. Ich habe Munition jetzt verballert habe an den, ey. Oh, natürlich die Dynamin. Die hätte mir natürlich auch helfen können. Naja. Egal. Tod ist tot. Das mit der Säure im ersten Mal, das war echt gemein. Wer kann das auch an?
irgendwas hier? Ja. Gut. Wem waren wir jetzt wieder ein Tod? Da vorne ist der Ausgang. Trotzdem war da hinten. Warte mal. Ach, hier kommt jetzt die Kiste. Aber hier war da auch noch eine Kiste hier. Oder ist es kein Schatz gewesen? Wer weiß. Ah, blau. Hier ist aber noch rot. Ach hier, das ist sein Raum. Mutter Miranda hat mir ein Gefäß mit Rose gegeben. Niemand mag mich, deswegen habe ich gedacht, sie würden mich wieder vergessen. Aber Heisenberg hat gesagt, dass wir alle was von Rose bekommen haben. Wenn nicht alle da sind, kann die Zeremonie nicht stattfinden. Mutter scheint es aber nicht zu kümmern. Mutter hat gesagt, Rose ist eine Hülle. Mit einer Hülle bekommt Mutter ihr wahres Kind zurück. Auch wenn sie schon ganz klar lange tot ist. Aber wenn Mutter das tut, dann was passiert dann mit mir? Ich bin nicht ihr Kind. Wird sie mich verlassen? Nein, das will ich nicht. Nein. Was ist das denn? Kadu. Lebt das Ding? Ja, es geht nicht kaputt. Oh. 6 Flügel. Hältst dich besser als erwartet. Wer ist da? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die 4 Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung, etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Was für ein Wichser. Das muss ich mir jetzt mal erklären. Das ist ein uralter Röhrenfernseher. Wie kann er mit mir sprechen, geschweige denn ich mit ihm sprechen darüber? Einfach nicht in Frage stellen. Kann man aber auch nichts machen jetzt hier. Okay. Irgendwas? Nein. So. Jetzt müssen wir Heisenberg sein. Flakon. Holen. So, jetzt war alles blau, ja. Erhält. What? What? Wie kommen wir denn dahin? Ach, hier oben wahrscheinlich. Ah, okay. Fahrstuhl fahren. Jetzt Fahrstuhlmusik einfügen. Ja, oder nicht? Genau. Kugellabyrinthe. Ich hab die Kugel nicht. Oder? Nee. Hab ich bestimmt übersehen bei ihm, wa? Ah ja. Wette mit dir, ich hab die Kugel doch verpasst. Aber hätte man eigentlich nochmal zurückgehen können? Ich überleg grad. Wunderfahrt bin ich hier, aber ich versuch's nochmal. Sorry, Jung, Leute, aber. Wie nichts passiert. Ernsthaft? Boah, na gut. Dann bleibt mir wohl das dritte Labyrinth wahrscheinlich verwehrt. Oder es ist hier rechts an der Seite, die Kugel. Speichern.
vorher war da nichts. Nee. Ich hoffe, die Kugel ist hier. Ja, wird bestimmt nicht so friedlich vonstatten gehen. Kugel, hier ist sie doch. Da haben wir doch die Kugel. Magnum-Munition. Macht was komische Geräusche. Ja, ein bisschen Munition verballern für die Pistole, ich hab so viel. So, war jetzt hier noch was anderes? Scharfschützenmunition, das ist immer gut. So, da drüben ist noch ein Gebäude. Was ist das denn? Okay. Naja, komm. Den willst du verarschen. Aber der bestimmt auf dem Dach. Na, kommt aus dem Boden raus, Leute. Oh, das scheint aber ein Dekaner zu sein. Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Hier kann ich ganz viele Experimente mit dem Kudu machen. Das ist mein geheimes Labor. Heute habe ich 3 Experimente mit dem Kudu gemacht, aber sie sind alle geplatzt und haben alles dreckig gemacht. Ich habe das Kudu eingepflanzt und dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rückgrat gespritzt. Das Versuchsobjekt hat sich stark bewegt und dann meinen Assistenten getötet. Ich konnte es nicht in den Griff kriegen, deshalb habe ich es in einen Käfig getan, jetzt muss ich es füttern. Okay. Treffen wir den noch? Ich hoffe nicht. Was haben wir hier?
Die M1851 Wolfsbane. Okay. Wolfsbane, ein Revolver, der mit Magnum-Munition geladen wird. Dank hoher Feuer- und Durchschlagskraft ist er angeblich sogar effektiv gegen Werwölfe. 1700 Feuerkraft. What the hell? Der ist stark. Den hebe ich mir auf. Irgendwas? Nein. So, wir waren jetzt hier. Da waren wir. Können wir hier oben nochmal hin. Oh, das riecht nach dem Großen. Ja. Zwei Kugeln. Okay. Ich geh mehr Munition dafür. Ich glaube, das war der, den er meinte, der im Käfig er einsperren musste. Ist hier noch irgendwas? Wow, das wird mich. Wahnsinn. So, da war ich. Hier hinten in der Ecke will ich nochmal gucken. Gibt's hier noch was Schönes? Ein Brunnen! Yay! Munition wäre mir lieber gewesen. So, ich glaube, wir sind hier durch. Jetzt haben wir noch das Kugellabyrinth. Oh, hier liegt noch was. Kraut. Apropos Kraut, ja, eins habe ich noch. Hier war noch ein Dietrich. Hammer. Hä? Oh. Noch eins war da. Ah, der Revolver kann sich sehen lassen, definitiv. Versuchen wir uns mal das Rätsel noch zu wissen. Branche habe ich nur 3, oder? Müsste das letzte sein. Okay. Das war mit Abstand das leichteste. Hellgrüner Schädel. Gut, suchen wir nochmal Duke. Der war da drinnen. Ja, nee, der muss. Ah, der müsste wieder runter? Nee. Dann gehen wir hier hinten zu dem Duke. Gott, da müssen wir dort. Oh, da müssen wir ein Stückchen laufen. Würde mir nicht wundern, wenn wir nochmal Besuch hier kriegen. This way. Okay, der Kantenmaler war da. Kann man das irgendwie anzünden? Dass man das anzünden könnte.
this way. Nee, was? Doch, this way. Hier lang, Papa. Ja, ja. Er's glaubt. Ja, ich will aus dem Zug. Weiß, wo mich das hinführt. Brauche ich eigentlich sonst wo? Ja, hier brauche ich den 6 Flügel. Noch irgendwo? Nee, gell? Nur da oben das. Wie komme ich denn zum Weinberg zurück? Hey, der Weinberg, der müsste ich doch hier wieder... Okay, okay, okay. Ich habe da auch die Kurbel, war die nicht auch für hier dieses... Wo war das? Hier wichtig? Für das hier? Muss ich gerne mal gucken. Hallo. Ah, entschuldige. Ja, der Kadu. Okay. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Was hast denn du neu? So nichts Neues. Dingserweiterung wäre nicht schlecht. Für sowas gibt man gerne sein Geld aus. Ah. Kann man die Magnum noch verbessern, das war 1948.000. Ja, nee. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Mal sehen. Sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Ich habe schon viel gefunden. So, jetzt will ich mal kurz gucken. Weil hier war doch auch noch eine Brücke, genau die Zugbrücke. Wo führt denn die hin? Ich gucke mal. Ich das bestimmt auch aufmachen. Bis hier weise runterklappt. Jo. Für was? Okay. Da würde ich jetzt hochfahren. Hey, vielleicht komme ich so wieder zum Weinberg. Jetzt. Okay. Auf jeden Fall kann ich das jetzt hier aufmachen. Ah, hier irgendwie ist sogar noch ein Brunnen. Hier ist ja noch ein Brunnen.
Leiter hoch. Interessant. Ja, aber war jetzt hier noch irgendwas? Warte mal kurz. Das wird schon zu sein. Ja, dachte ich mir. Weil hier wäre es nämlich ein Schloss. Na? Aber wie komme ich an die hier ran? Hm. Müsste ich eigentlich an die Brücke hier wieder. Aber die geht nicht mehr runter. Das ist ja frech. Habe ich das übersehen? Nee. Du kamst ja hier raus. Merkwürdig. Ah. Hier wird auch zu sein, wa? Ah, schade. Schade, Schokolade. Gut. Hier habe ich ja alles, ja. Dann würde ich sagen... Ja, wir haben zwar noch ein kleines bisschen, aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal Schluss. In der nächsten Folge schauen wir uns mal an, was es hier unten in dem Brunnen für uns zu entdecken gibt. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei DGV, wenn es heißt Resident Evil Village. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday.